Jetzt sind wir alles wieder zu hören. Hip, hip, sehr hurra. Schön. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. So, hier in den Modus und dann in den Modus. Ja, sehr ja. Schön. Jetzt müsste alles wieder gehen. You are no longer AFK. Sehr schön. Wo hängst du jetzt ab, Seppi? Ich etwas weiter in... Du bist am Spawn irgendwo aufgewacht, oder was? Ja. Ja, weil dein Bett haben wir ja zerstört. Ja, aber nur weil das Bett zerstört ist, wache ich ja nicht am Spawn auf, erst wenn ich sterbe. Was ist denn hier falsch? Das können wir rein einrichten. Ich suche jetzt Schwarzeige. Ach so, ja, das ist dann verständlich. Schwarzeige ist im... Schwarzeige steht hier hinter der Kirche. Steht F3. Eine. Eine. Eine Eiche steht dort. Nicht so, hilft nicht so weit. Na doch, die ist ziemlich... Die ist ziemlich groß, die Eiche. Eiche ist ziemlich groß. In Richtung Osten, von dem Wald aus, wo du vorhin rumgehüpft bist. Oh, ich finde schon was. Aber da kriegst du bei mir auch einen Stack, wenn du bei mir... Ich bin an dem Wald, als ich das erste Mal Schwarzeiche haben wollte, erstmal zielstrebig komplett dran vorbeigelaufen, um dann 2000 Blöcke weiter erst einen anderen Wald zu finden. Dann auf dem Rückweg die also. Shanna-Scheiß-Wald, der direkt neben meinem Haus steht, zu finden. Der geile. Gönnung. Gönnung vom Feinsten. Du, was läuft bei dir, Seppi? Umzug. Stress. Geldprobleme. Emotionale Probleme. Ja. Mensch. Alles. Also, volles Programm bei mir. Volles Programm. Langweilig wird's nicht. Wo wären wir denn? Stell dir mal vor, du bist so ein Leben, wo du um die simpelsten Dinge keine Sorgen machen musst. Ich meine, was machst du dann? Dich ausleben oder was? So, nee. Immerhin wird's nicht. Seppi, siehst mal so, immerhin wird's nicht langweilig. Das ist. Echt klar, also ist halt jetzt aktuell eine Tiefphase in meinem Leben. Also, ich glaube, die tiefste Phase, die ich je in meinem Leben hatte. Aber. Nee. Meine Güte, ich komme durch. Ich habe Leute, die mich unterstützen. Ich habe immer jemanden, dem ich mich wenden kann. Das ist doch das Wichtigste. Also, ich meine, wäre mir das vor 7 Jahren passiert so, dann wäre ich jetzt ziemlich an der Backe gewesen. Ich habe ja auf Twitter deinen Spendenaufruf gesehen. Also den habe ich auch gleich schön retweetet und auch mal so aufgerufen, habe ich mal gesagt, könnte man dem Seppi mal was. Ja, ehrlich, ich habe da 700 Mücken zusammenbekommen durch die Spenden. Ist ja. Nice. Scheinbar nicht, anscheinend nicht von mir, also wahrscheinlich nicht von mir. Meine übergroße Community wird wahrscheinlich da jetzt. Keine Ahnung, manche Spenden sind anonym gewesen. Ich weiß nicht wer. Wieso? Also bei manchen Spenden. Wahrscheinlich deine Community, du hast ja den, da fällt mir gerade der. Mir fällt der Name nicht ein, der mit dem Pikachu als Profilbild, der Fauli. Fauli. Der gute Fauli, das ist ja. Der ist ein guter. Mit denen habe ich während einer Phase ganz viel immer in Discord gechillt. Und dann gehe ich irgendwo so, ich hole mir jetzt ein Eistee und dann plötzlich gibt der mir einfach, ich bin mehr, der mir einfach das Geld für den Eistee. Und so für die ganzen Kleinigkeiten, ey. Kommt mir die ganze Zeit Snacks cheaten. Ich finde, das ist das Gute an YouTube und auch an den sozialen Netzwerken und so, dass man in dieser Szene, in dieser Gemeinschaft, dass man da Leute findet, die einem auch, ja, die einem vielleicht auch mal, mit dem Freunde wird vielleicht, oder mit dem man, die einem dann vielleicht auch irgendwann mal in der Not helfen. Das ist die dann ja, das ist also mit ihren Mitteln. Damals, als ich ausgezogen bin, ich hätte, also
Ich hätte nie mein Leben so weit bekommen, hätte ich nicht die Freunde gehabt, die ich habe. Weil eine Freundin hat mir damals mit einem Haus geholfen, dass ich bei mir zu Hause rauskomme. Ein anderer Freund hat mir halt Geld geliehen. Und ja, dann gibt es halt emotionalen Support oder hier, da kannst du dir Hilfen holen. Auch wenn es muss ja nicht alles finanziell sein, das ist gesund. Nein, nee, es geht so auch anders. Deshalb, also, es ist schon viel wert. Also, kleine Gaben machen halt viel aus. Das sollte man nicht unterschätzen. Ist das Spendenkonto noch offen? Kann man es hier gerade, ich bin live im Chat, wenn da jemand zuschaut. Nehmen wir Spendenaufrufe. Ja, ich einfach normal mein PayPal, damit man es über Freunde, Familie schicken kann. Ich werde das auf YouTube dann noch hochladen. Es dauert bloß wahrscheinlich Ende November wird das erst kommen. Ich hoffe, bis dahin geht es dir schon wieder besser, aber. Also ich komme jetzt auf jeden Fall über den September durch, was mir persönlich sehr wichtig war. Weil der September für mich immer so ein Schlüsselmonat ist. Oktober könnte ich halt auch noch, könnte ich definitiv auch hinbekommen. Und im November habe ich dann alles so weit geregelt, dass ich mir um die Sachen da keine Sorgen mehr machen muss. Ich hoffe, das ist doch gut. Dann muss ich das also nicht verlinken in der Videobeschreibung. Es kommt wahrscheinlich zu spät. Also ich nehme so auch immer Spenden, aber ich versuche immer halt die Dinge zurückzugeben, die ich halt nehme. Weil, ich weiß nicht, ich finde es immer so ein bisschen blöd, irgendwo da zu stehen. Donations gibt es bei mir noch nicht, aber ihr könnt mal hier, wenn ihr Geld spenden wollt, bei Serpi mal nachgucken, wo da was spenden könnt. In Zweifelsfall, ich nehme es auch. Ja genau, also wenn Serpi Spenden nicht mehr braucht, dann nehme ich's. Ich verdiene zwar gut, aber egal, ich nehme es trotzdem. Ja, wenn du gut verdienst, dann kannst du mir das. Logisch. Ich muss noch eine Wohnung fertig ausstatten. Oh ja, das kommt im November dann. Also jetzt werde ich erstmal was für dich zwischen. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo Standardmöbel nicht mehr passen. Nice. Wie Standardmöbel nicht mehr passen? Ich habe einen 2 Meter breiten Flur und will den okay. Platz in irgendeiner Weise halbwegs vernünftig nutzen können. Was hast du auch einen 2 Meter breiten Flur? Selbst schuld. Das war mal eine Treppe vorher drin. Ja, Luxusprobleme. Luxus. Wenn der Flur zu breit ist. Flur ist zu breit, Mann. Ist das ein Serpi, was da unten... Ich habe scheiß Blöcke in der Mobfarm. Und ist das der Prof, der da unten langläuft? Ich bin das, der hier langläuft. Oh, scheiße. Weil dieser Struggle, die Yacht nicht so gut ausgeleuchtet ist, ne? Influencer Life. Ja. Oh, ein Prof. Da kommt ein Prof von hinten angeschlichen. Kommt ein Prof von hinten. Nee. Ich weiß nicht. Nicht wirklich. Ich glaube, das Volkslied ging anders. Keine Ahnung. Ich bin nicht so volkslieb Mensch, also ich hab halt, naja, Geschmack. Tja. Ja. Volkslied-Fans sind jetzt wütend auf dich. Die einzige Art von Volksmusik, die ich gut finde, ist die richtig bullshittige. Georg Kreisler. Mhm. Wunderbarer Typ. Mit so wunderschönen Songs wie Tauben vergiften im Park. Okay, cool. Aha. Wir sitzen zusammen in der Laube und an jeder vergifteter Taube. Ich kenne hier von wie ist die Band? Baumann, Bergmann und Pukinson. Hier von dem ich glaube mittlerweile, also früher war mal Chef von Dead Lake Entertainment, aber der Puki. Jetzt mittlerweile ist er Creative, weiß nicht wie das heißt. Ist immer noch ein Host hier dort. Der die Firma damals gegründet. Keine Ahnung. Ja, Edna bricht aus war sein Einzelprojekt, das war sein Studienprojekt, hat er alleine entwickelt. Edna bricht aus. Sagt mir ja nichts. Was, Edna bricht aus, sagt dir nichts.
Nope. Ist ja kriminell. Ja. Not bad boy. Das musste man nachholen. Wirklich? Yes. Ganz im Ernst. Edna bricht aus, ist ein. Ist ein generell. Klassiker, ist ein, den ich auch nie gespielt Klassiker. Habe. Ich habe ihn sogar in der Liste, aber ich habe ihn nie gespielt. Und Deponia. Die Firma, die Deponia, die Deponia-Teile gemacht hat. Einfach faszinierend. Irgendwie sagen wir die Sachen jetzt gerade doch was. The Night of the Rabbits, was haben wir noch gemacht? The Whispered World, Silence. Großartige Spiele. Und noch viele mehr. Du meinst UVM? Ja. UVM ist einfach in jedem Portfolio. Und einige Spiele haben sie auch noch gepublished. Jetzt zum Beispiel dieses, wie hieß dieses Hexenspiel, dieses Witch-It hieß das, glaube ich, dieses, was er. Ja, Witch-It oder. Das ist auch von denen. Ja, gut, sind eine der größten deutschen Spielehersteller, ja. Also. Und hier dieses. Danelic Entertainment. Das reicht schon, wenn ich Danelic eintippe. Ja. Hier sind viele RPGs. Hauptquartier Hamburg. Ja. Oh, Hamburg, ganz wild. Hamburg, meine Perle. Hamburg. Okay, vielleicht soll ich den Scheiß mal auf Deutsch stellen. Riecht mich echt nicht an, dieses Hamburg. Als Entwickler. Ich war da schon mal in Urlaub. Fand ich sehr toll. Oh mein Gott, die haben das Spiel zu anderthalb Ritter gemacht. Die haben auch The Pillars of Earth gemacht. Das Spiel war super. Anderthalb Ritter war ein Til Schweiger-Film und das war das zweite Spiel von denen. Oh, Til Schweiger ist so. Das erste. Ich Anderthalb Ritter noch immer, sogar noch halbwegs witzig fand. Ja, ich glaube, das ist immer so ein Problem, wenn man irgendwo in den Mainstream reinkommt, dass man einfach alles produzieren kann. Das war jetzt eine blöde Idee. Also, Edna bricht aus war das erste Spiel. Ja. Und das zweite mit Anderthalb Ritter, The Whispered World, The Tudors, Wolfgang Hohlbein, der Inquisitor, 20.000 Meilen unter dem Meer, A New Beginning. Edna bricht aus war ja das Studienprojekt von Poki. Hast du gerade gesagt, ja. Finstere Liebschaften, Immortal Lovers, Winterfest, das Lernspiel. Dafür der verborgene Kontinent 2, die Säulen der Maya. The Skills, The Chronicles of Shakespeare, Romeo and Julia. Robin Hood, König der Gesetzlosen, Ravensburger Puzzle. Und ich muss wirklich. Mord im Blumenbeet. Drachenwächter, die Prophezeiung. Anna's The Chronicles Quest of Shakespeare, ein Sommernachtstraum. Harveys neue Augen. Ja. Borger, Ravensburger Puzzle 2. Deponia, das schwarze Auge Satinas Ketten. Halt. Chaos auf Deponia. The Night of the Rabbit, das schwarze Auge Memoria. The Night of the Rabbit, so ist auch. The Night of the Rabbit ist halt wirklich unterschätzt, ist halt wirklich. Das schwarze Auge Blackguards, 1954 Alcatraz, das schwarze Auge Blackguards 2, Anna's Quest. War schwarzes Auge nicht eigentlich ein Pen and Paper Regelwerk? Ich meine da noch irgendwas im Hinterkopf zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's eins dazu, vielleicht gibt's eins Pen Paper zum Spielen. Ich glaube nicht, die das schwarze Auge erfunden haben. Es gibt ja auch ein Pen and Paper zu Deponia. Es gibt ja auch ein. Das haben sie auch schon rausgebracht. Schwarze Auge. The Dark Eye. Veröffentlicht 1984. Ja, das schwarze Auge ist etwas sehr viel älter als das, was Deadlick da macht. Ja, die Säulen der Erde ist auch schon etwas älter. Ja. Das Spiel ist ein. Anna's Quest. Fire, Deponia Doomsday, Silence, The Long Journey Home, Die Säulen der Erde, ja. State of Mind, A Year of Rain und Herr der Ringe Gollum geplant für 2022. Ja, da freue ich mich drauf, auf Herr der Ringe Gollum. Ich bin immer noch gespannt, was das wird. Das soll auch ein Point-and-Click. Das soll auch ein Point-and-Click werden. Ey, die haben als Publisher angefangen, bevor sie selbst Spiele gemacht haben? Keine Ahnung. Weil die haben 2007 schon Sinking Islands, Mord im Paradies und Ankh, Kampf der Götter veröffentlicht. Und erst 2008 kam Edna bricht aus. Hm. Weiß ich nicht. Ich habe gehört, dass der, dass das erst. Ich habe gehört, dass Punkt die erst noch. Wallace and Gromit's Grand Adventures.
Aber ich muss... Tales of Monkey Island Remaster. Was ist das von Daedalic? Es ging scheinbar übers, als Publisher über Daedalic. Ist ja spannend. Hätte ich nicht gedacht. Sam und Max im Theater des Teufels. Butanicula. Sherlock Holmes Ultimate Collection. Torchlight 2. Journey of a Roach. Divinity Original Sin. Ah, das, was du gespielt hattest, Randall's Monday. Randall's Monday, auch ein großartiges Spiel. Kann man nur empfehlen. Stasis. Ah, Candle. Aber so, also die wichtigsten Sachen, Deponia und Edna bricht aus. Also die Deponia-Spielereihe. Crazy Machines 3 war von denen. Das sind eigentlich Spiele, die, also Must-Have, die muss man mal gespielt haben. Crazy Machines ist ein Klassiker. Oh mein Gott, Mahjong VR. Warum? Und dieses Zugspiel haben wir noch gemacht. Jeder braucht Mahjong VR. To be fair, ich hab insgesamt, glaube ich, 3 Stunden reingesteckt in Mainz in VR. Okay. Shadow Tactics. Widget. Was machst du jetzt, Happy, hier? Ah? Was machst du jetzt? Suchst du dir schon ein neues Haus, oder? Ich hab mir schon einen neuen Playlist gesucht, ich bin nur gerade. Ah, okay. Noch am Kräben. Na, hier, nimm dir. Theoretisch kannst du auch neben der Kirche noch. Nö, ich hab schon Plays. Oh, fuck, die haben das gepublished? Oh, scheiße. Was haben sie gepublished? The Suicide of Rachel Foster. Ein... Ja, davon habe ich gehört. Ja. Von dem Spiel. Das Spiel, Spiel mit noch nicht so wirklich den guten Moral am Ende. Und das Spiel soll gar nicht mal so gut geworden sein. Das soll... Ja. Soweit ich weiß, ist nicht deren Glanzleistung. Sagen wir es mal so. Das ist nicht unbedingt ein Spiel, was man als Publisher im Portfolio haben möchte. Ein Spiel, was... Ich habe auch nur schlechtes... Pädophilie als so, ach, ist doch gar nicht so schlimm, abtut. Ja, ich habe auch bisher nur Schlechtes drüber gehört über das Spiel. Ich habe das irgendwann mal bei einer Verlosung, habe ich das mal bekommen, auf dem Furry-Server, auf dem ich aktiv bin. Habe reingeguckt und in die Bewertung und hier mich dann nur nochmal gemeldet, okay, falls ihr den Code nochmal habt, solltet ihr den nicht nochmal rausgeben. Also es... Das soll auch wohl technisch, also nicht nur von der Story her, sondern soll wohl auch technisch nicht so sonderlich die ganze Grafik soll sein. Sogar in Ordnung sein. Die Bedienung ist scheinbar ziemlich mäßig. Und die Story ist halt sehr, sehr, sehr fragwürdig. Ja, ist halt nach der Film- oder Buchvorlage. Da gibt es ja Filme von. Am Deadlake kann ja auch andere Sachen, kann nicht nur lustiges Enderbricht aus, sondern die können ja auch, die haben ja auch hier zum Beispiel hier, wie hieß das eine, dieses Flüchtlingslagerspiel, was sie gemacht haben. Das fand ich großartig. Irgendwas mit Death, wie hieß das hier? Wie hieß denn das Spiel? Wenn du es findest, sag's mir. Was? Da gab's dieses eine Flüchtlingslagerspiel, was irgendwie mit Death irgendwie anfing. Keine Ahnung. Was die auch noch entwickelt haben. Also die können auch Sachen, die gar nicht so, also die schon heute Click-Adventure sind, aber die jetzt aus dieser komischen Reihe rausgehen, also aus dem, also nicht alles Deponia und Du bist Bad World und Ender bricht aus. Maggie hat sich die Beine gebrochen. Wie so oft. Oh, das ist normal. Ja, was ist es? Wenden wir das Homepin an. Ich baue hier gerade am Dach. Also.
baue das Dach vor dem Rest auf. Ich fange mit dem Dach an. Ich fange das Haus von oben an. Das Vorteil Haus von Minecraft. Oben. Das Haus von unten. Wir haben both. Nein, falsch rum. Bei mir läuft gerade, glaube ich, Zelda in der Playlist. Ja, geil, gönn dir. Bei mir läuft hier. Ich habe eine random Playlist, die gerade Musik macht. Ich finde so viel Eisen gerade. Uiuiui. Eisen, das kann man verspeisen. Hast du Eisen im Blut? Das ist, glaube ich, wirklich das Achievement. Das bin ich. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich das Achievement, wenn du es schaffst, das erste Mal Eisen zu bekommen. Zu viel Eisen im Blut. Ja, lol, ey. Der Wieso schon, ne? Wieso, ja, lol, ey. Ich hab doch jetzt Teil 2 der Zerstörung hochgeladen. Ach, ist das jetzt online? Okay. Ja. Hab ich euch doch geschickt. Also, ich hab's mir noch nicht angesehen, weil ich noch unterwegs war. Also ich hab's mir auch noch nicht angeguckt, weil ich Minecraft spiele. Offensichtlich. Minecraft. Oh, Minecraft. Dieses Minecraft. Minecraft. Ich glaube, das setzt dich nicht durch. Nee. Also ich find's jetzt gerade eigentlich spaßig zu spielen, aber ich glaube nicht, dass das große Fanbase entwickelt. Ich glaube, es wird doch kein YouTuber spielen, würde ich sagen, oder? Nee. Da gibt's keine YouTuber zu. Es wird keine Fans. Ist halt schade, aber was soll man machen, ne? Wo ist denn doch Serpi? Mal so zum Gucken. Unsportlich. Ich spectate einfach mal kurz rein, hab grad sonst nichts Besseres zu tun. Weiß grad nicht, was ich in meinem Keller noch umbauen soll. Mehr Ketten. Serpi, erfahren wir hier was von dir? Ja, was? Hast du Ketten in deinem Keller? Leider habe ich nicht den Keller für solche Ketten. Ich habe Diamonds, aber ich habe... Ich wusste es doch immer. Serpi versteckt Kinder in seinem Keller. Nein, Skelett! Slashback funktioniert. Jo, habe ich vorhin schon gemerkt. Okay. So entstehen Gerüchte. Ich habe dem ganzen Server mal die Grundausstattung mit Plugins gegeben. Ja, hab ich gemerkt. Kannst jetzt cheaten. Nur ein bisschen, ne? Ja, keine Ahnung. Ich find's halt hier recht entspannt, dass man hier ziemlich easy spielt. Also, ich bin eigentlich nämlich eher so krasser Survival-Spieler. Ja, wir sind alle Noobs. Ich halt auch eher ein bisschen entspannter, kann ich schaden. Solange es nicht Creative Mode ist. Holy fuck, du bist ja wirklich weit weg. Ja, muss ich ja, ne? Komm jetzt 2000 diese Blöcke vom Spawn. Home hast du dir noch nicht gesetzt, oder? Sonst könntest du dich nach Hause teleportieren. Ja gut, Spawn ist ja trotzdem noch in der Nähe. 2000 Blöcke sind ja nichts. Es gibt ja jetzt auch diesen Command. / Home. Jetzt da dich wieder. Wann gibt's den Command / Home? Ja, es wird bei dir noch nichts bringen, weil du noch kein Home gesetzt hast. Du musst halt erstmal. Ja, alles gut. Er bringt dich dann an den Spawn halt. Ja, ist auch in Ordnung. Wie das halt so ist. Und wo ist der Spawn? Den hast du ja auch mal fünfmal versetzt. Ja, irgendwo im Moor habe ich ihn, glaube ich. Mindestens. Metallurgier. Seppi und seine Metallurgier. Ich habe die ganzen Achievements eh alle auf Englisch. Ja, ich auch. Acquire Hardware. Yes. Acquire Hardware. Isn't it Iron Pick? Ja, jetzt kommt. Ich wäre für sächsisch. Diamonds. Oh, Diamanten. Du hast Diamanten. Wieso findet ihr ja alle so Diamanten? Das ist ja. Weil ich gut bin. Prof hat halt auch schon Diamanten gefunden. Ich mache hier richtigen MLG, Alter. Ja, gut. Ich bin auch schon ein paar Schritte weiter. Ich habe hier auch eine Enchantment-Hütte. Die werde ich nicht brauchen. Wieso nicht? Also, ich bin so ein richtiger. Hol immer alles aus Villager raus, wenn ich mal kann. Auf dem Int-Server von einem Kollegen, den ich halt
betreibe, beziehungsweise betrieben habe. Jetzt haben wir das an jemand anderen abgegeben, der es professioneller macht mit dem Treiben, aber da habe ich eine riesige Bibliothek gebaut, wo alle Verzauberungen sehr günstig zu bekommen sind. Mhm. Ja, einfach alles zusammen craften mit dies und das. Dies und das halt. Ja, mit Amboss und sowas. Ich finde dies und das immer halt einfach so ein schönes Wort. Welche Verzauberung ist das ja? Die eine da, ne? Nicht die andere? Oh, nee, die eine da, war ich schon. Designer, kennst du? Kennst du. Erstmal ein bisschen Rüstung. So, das Dach ist, glaube ich, gleich fertig. Mach dich fein. Lalelu. Seppi hat sich fein gemacht. Für wen machst du dich denn fein, Seppi? Ja, für euch natürlich. Oder um es besser auszudrücken. Aha. Es erinnert mich jetzt wieder an dieses Video hier, an dieses kurze Meme hier mit diesem Stop it please. Auf verschiedene Sprachen hier. Stiefbruder, was machst du denn da? Stop it please auf Englisch, auf Spanisch, auf Italienisch und auf Japanisch. Also hat jemand mal das Video nochmal neu gedreht? Bloß, dass der Stiefbruder einfach sie dann in die Waschmaschine stopft und sie anschaltet. Inki. Da geht ja gleich der Alarm an. Alarm. So ein Klassiker. Ich liebe einfach schlechte P-Dialoge. Deutsche Memes. Alter. Beste deutsche Memes. Ich liebe schlechte P-Dialoge. Ich kenne so viele einfach in- und auswendig, weil ich die so gerne zitiere. Warum liegt hier Stroh? Aber in solchen Videos gibt es auch immer wieder so schön. Sie versuchen es teilweise, so halb eine Story aufzubauen, aber lassen es dann auf dem halben Weg. Was? Fickende Leute in meinen Garten? Nee, mein Favorit war, es klingelt. Klingelt in der Story. Einer steht vorne, dann mit der Pizza, der andere lässt ihn rein und sie fangen schon sofort an rumzumachen. Ja. Story auf dem halben Weg aufgegeben. Also, da wird man gerne Pizzabot. Ey, Pizzabot ist eigentlich voller OP-Beruf. Weißt du warum? Weil, du kannst halt einfach irgendwo zu einem Konzert gehen. Und du kannst Pizza essen. Nein, noch besser. Du gehst zu einem Konzert, gehst in den Backstage-Bereich und halt, ja, ich bin hier, um die Pizza zu liefern. Dann gehst du in den Backstage-Bereich als Lieferbote jemand hat die Pizza bestellt. Du bist einfach ach, das geht auch viel einfacher. Kennst du dieses Video mit der Leiter? Das ist, wo du überall. Mit einer Leiter kommst du überall rein. Wo du mit einer Leiter überall reinkommst. Was? Ja, stimmt, ist auch gut. Da hat sich einer einfach für ein Video hat sich einfach eine Leiter über die Schulter gelegt und das spaziert einfach ins Kino rein, spaziert überall. Spaziert halt einfach. Das ist halt die hohe Kunst des Social Engineering. Ja, der ist jung zu reparieren. Am besten noch Engelbert Strauß-Kleidung dazu tragen und dann hinterfragt es endgültig keiner mehr. Ja, so eben einfach mit Selbstbewusstsein da rangehen, so von wegen. Ja. Weil wenn du nervös bist, das merken Leute. Ich weiß nicht, woran sie es merken. Ich habe da immer so Probleme, das zu erkennen. Also ich erzähle immer wieder gern hier, als ich in Rom zur Pilgerschaft war, da waren wir am Petersplatz und uns am Petersplatz ist ja immer, da musste ja stundenlang anstehen, um in den Petersdom reinzukommen, weil dort immer stehen sie halt alle rum und ich hatte zum Glück einen weißen Schirm mit dabei, das ist halt, und das war mein Glück, und dann habe ich den weißen Schirm als Sonnenschirm aufgespannt und bin einfach straight an der Warteschlange vorbeigelaufen und hab nicht nach links und nichts nach rechts geguckt und habe halt einfach so getan, als würde ich halt irgendwie, vielleicht hat der weiße Schirm auch geholfen, weil als wäre ich irgendwie Papst, als wäre ich irgendwie Vertraute des Papstes irgendwie und bin halt irgendwie benannt.
Erfährst du irgendwas Offizielles? Sehe was Offizielles, man hat dann wirklich. Ich bin, also keine Art, ich bin da. Alle haben nur kurz geguckt, haben genickt, haben mich vorbeigelassen. Ich bin an der Warteschlange vorbei. Also es, da habe ich mich kurz und bin in Petersdom reinmarschiert. Das ist dann einfach.